Ja, einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Sie stellen fest, wie immer klappt bei der PDS nicht alles. So auch diesmal, der Pressesprecher ist noch nicht da. Ich will mal versuchen, ob ich diesen Job noch mit übernehmen kann. So, mein Name selbst ist Gregor Gysi. Ich bin Vorsitzender der PDS, Spitzenkandidat der PDS im Land Berlin und bewerbe mich außerdem um ein Direktmandat im Wahlkreis Hellersdorf-Marzahn. So viel vielleicht zur Vorstellung. Die PDS-Wahlkampftour endet heute zumindest im Prinzip mit dieser Abschlussveranstaltung in der Deutschlandhalle. Ich weiß nicht, ob das Symbol ist, zumindest ist es Realität. Und wir hoffen, dass es sehr viele Interessenten gibt, die an dieser Wahlkampfabschlussfeier teilnehmen werden. Ich würde gerne noch etwas zum Wahlkampfstil sagen. Und ich finde, hier hätten wir auch mal eine kleine Würdigung der Presse verdient. Von meinetwegen in einem Nebensatz. Aber Sie können uns tatsächlich nicht unterstellen, dass wir einen Persönlichkeitsvernichtungsfeldzug gezogen haben. SED, SPD haben eine Geschichte. Die ist sicherlich auch aufarbeitungsbedürftig. Und ich will gar nicht sagen, unter welchem Druck ich diesbezüglich stand. Und ich habe mich nie dazu hinreißen lassen, das zu missbrauchen für den Wahlkampf. Und da wäre vieles möglich gewesen. Und ich will gar nicht bestreiten, dass es mich manchmal auch bei dem Stil, den Herr Petzold anschlug und andere gejuckt hat. Aber ich bin heute froh darüber, dass ich mich nicht habe dazu hinreißen lassen. Das soll und wird nicht PDS-Wahlkampfstil werden. Na, mein Wunschergebnis wären 48%. Das bedeutet, dass wir nicht regieren können, aber die anderen doch beachtlich ärgern. Ist aber kein realistisches. Und ansonsten freuen wir uns über jedes Ergebnis, das sichert, dass wir in den Deutschen Bundestag einziehen. Das ist ja für den ersten Anlauf für eine Partei mit dieser Geschichte, mit diesen Aktualitäten und mit den Umständen. Also ich fände es einen durchaus beachtlichen Erfolg. Das hätte uns, glaube ich, auch vor einem Jahr oder nee, sagen wir mal so, vor einem Dreivierteljahr noch keiner zugetraut. Wenn wir das wirklich schaffen sollten, wäre das, glaube ich, ganz gut. Und ich gehe davon aus, dass wir es schaffen.